Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Ich bin Dennis oder ClassifyP. Wir sind immer noch auf Eladen. Charles steckt im Boden, Gegner sind respawned. Es ist eine große Party. Wir hauen hier einfach mal ab. Auf der Suche nach weiteren Verstecken. Gute Arbeit! Genau, es war nämlich eine gute Arbeit. Wovon auch immer Ryder da gerade spricht. Uns mal eine direktere Route. Das kann der Nomad ja doch relativ gut. Oh, nicht darunter fallen. Schön oben bleiben, obwohl ich glaube, dass wir jetzt runter müssen. Immer noch weiter runter. Irgendwo hier muss es sein. Paradiesstrand. Da geradezu muss es sein. Erzählt habe, die mir das Herz gebrochen hat, sagten sie, sie wüssten, was ich meine. Ja, sagte ich. Und wieso? Hat ihnen auch mal jemand das Herz gebrochen? Herzen. Kroganer haben vier. Und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. In Ordnung. Schon verstanden. Mal sehen, ob wir darüber noch mehr fahren werden. Holen wir uns erstmal den Behälter. Und dann geht's auch hier gleich weiter. So lang und dann wieder zurück. So schnell aus der Hitze raus. Brauchen bald wieder ein schattigeres Plätzchen. So. Boah, ist das Ding hoch. Extrem viele Höhen und Tiefen hier in der Region oder auf diesem Planeten. Plünderer Tech voraus. Das sieht schon toll aus. Die suchen hier bestimmt nach Altmetall. Wir aber auch. Freunde! Ups, den habe ich verfehlt. Na gut, das Echidna hilft uns. Der war dagegen dafür sehr schlecht. Naja. Solange ich mit den meisten treffe. Bleibst nur noch du übrig. Oh. Oder auch nicht. Irgendwas schießt da noch auf mich. Ja, hier sind sichere Bedingungen, weil wir im Schatten sind. Können wir uns mal kurz erholen. So. Da sind ein paar Vorräte. Ich glaube, an der einen Stelle, bei der wir letzte Mal waren, schon ein bisschen her, da habe ich das vergessen. Müssen wir da leider nochmal hinfahren. Aber naja, es gibt ja Schlimmeres. So, heißt es... Übrigens, ich sterbe... Das ist der Ort, ja, in dem Barrett umziehen will. Super. Wir fangen immer an zu reden, kurz bevor wir irgendwo hinkommen. Man hat einen guten Blick auf das umliegende Gebiet. Kein Wunder, dass sie so scharf auf dieser Basis sind. Das war ein ordentlicher Treffer. Lade nach!
Was dagegen nicht? Das Kühlteil. Wahre Schwachstelle. Niemanden. Aber da kommen gleich noch mehr. Ich will gar keine Sorgen drum machen. Immer noch ein bisschen weiter vor. Übernehmen die, die weiter weg sind. Was passiert eigentlich, wenn wir mit gegen den Scharfschützen mit Nahkampfangriffen antreten? Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Sowas ist ja nicht so gut vorbereitet. Muss nur mal treffen. Sind das alle? Das war viel zu leicht. Sind nicht alle. Waffen entdeckt. Im Anflug. Ziehen wir uns lieber nochmal zurück. Kein guter Treffer. Ich bezweifle, dass Barrett es mit ihnen hätte aufnehmen können. Da kommen ja noch mehr. Cool Kombo. Muss es sein? Treffer. Ah, es geht ja. Es sind zwar einige mehr als erwartet, aber immer noch kein großes Problem. Keine Munition mehr. Nicht schlecht. Ich registriere Temperaturen über dem normalen Wert. Das ist richtig. Parias. Ja, die hat keine Chance. Die Temperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Zack, zack. Wie sollen wir ihn denn kontaktieren? Mit der Konsole hier? Hey, Pathfinder. Ja. Leben Sie noch? Die Basis ist gesichert. Genau wie Sie wollten. Fantastisch. Wir fangen sofort mit den Vorbereitungen für unseren Umzug an. Kommen Sie vorbei, wenn Sie Zeit haben. Wir haben hier vielleicht noch ein paar Dinge, die Sie brauchen können. Ja. Barrett Ende. Da waren, glaube ich, die medizinischen Vorräte auch dabei. Würde zumindest Sinn ergeben. So. Was mit der Antenne? Nichts. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus. Die Security ist ziemlich modern. Ich frage mich, was die hier schützen wollen. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Hier unten scheint alles okay zu sein. Was auch immer das da oben ist, anscheinend kommen wir da nur ran, wenn sie Barrett und die anderen die Basis eingenommen haben. Sondern es gibt eine Möglichkeit irgendwie. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser. Sondern wir kommen irgendwie anders daran, aber. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das nicht der Fall ist.
Vanadium. Schön durch den Boden aufnehmen. Ich denke mal, da kommen wir nicht ran hier direkt vor uns. Naja. Ist auch kein Weltuntergang. Ja, immer noch. Es sei denn, es ist irgendwo anders außen oder so. Ich guck mich mal um. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des von der Höhe her. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser. Ja, es ist genau hier drin. Naja. Macht nichts. So. Fahren wir einfach mal zu den nächsten Stationen. Oh, da muss ich wieder herunterspringen. Jetzt habe ich wieder. Haben wir wieder dasselbe Problem wie beim letzten Mal. Dann von da unten wieder hochzukommen ist viel schwieriger. Mit dem Nomad. Als mit dem Rider. Puh. Zack. Ah, okay. Dann kommt man aber auch so nicht da hoch. Gut zu wissen. Was soll das denn für Blödsinn? Haben sie es extra so gemacht, dass ich da nicht mehr hochkomme, oder was? Gutes Weltdesign. Das hätte man ein bisschen einfacher machen sollen. Dass man zumindest eine Möglichkeit hat, da relativ einfach ranzukommen. Oder wieder wegzukommen. Rankommen war ja jetzt nicht das Problem. Aber gut. Man stirbt ja nicht so leicht. So. Einmal hier oder einmal da. Kann nie genug speichern. Das Bergungsgut vor uns hat Plünderer angezogen. Sie tragen viele tote Dinge. Geht es dabei um Respekt? Feiern Sie das Leben, indem Sie den Tod ehren? Es dient der Abschreckung, so wie... Geh mir ja nicht auf die Eier, sonst mache ich mir aus deiner Wirbelsäule einen Hut. Pathfinder, wir nähern uns einem Plündererlager. Ja, ja. Ich rate zur Vorsicht. Die Plünderer sind mir fast komplett egal. Vor uns werden Plünderer sein. Hier ist es allerdings was anderes. Wenn wir diese Einöde bewohnen, war Lied Nummer 3. Da gibt es ein paar Glyphen zu scannen. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, wo es hingeht. Ah, ich sehe schon. Wir müssen ja da irgendwie hoch. Gut, dass die Relikte sowas gebaut haben, obwohl sie selbst ja eigentlich fliegen können. Hier drüben ist auf jeden Fall eins. Und da drüben. Das andere scheint auch hier drüben zu sein. Die Frage ist, warum gab es die Möglichkeit, was anderes aufzubauen? Und was ist an der Stelle? Null Glyphe schon wieder. Keine weiteren Glyphen. Was passiert, wenn ich die beiden anderen aktiviere? Das hier wechselt von dem zu dem, was überhaupt nichts bringt. Das hier... Oh. Sitzt da zwei. Sieht auch nicht wirklich so aus, als würde das was bringen. Okay. Achso, hier gibt es ja noch eins. Was macht das? Okay, ich glaube, es war nur für die eine Sache, um da hochzukommen. Ich hab's. Okay. Das hat schon mal gut geklappt. Bleibt
Hieroglyphen gefunden und kein extra Sudoku. Das ist allerdings interessant. Anscheinend müssen wir da sehr weit nach oben. Also fahre ich erstmal gegen die Wand. Das sieht so aus, als müssten wir da oben rauf. Bleibe ich am besten in diesem Modus.